25.000 Jugendliche nutzen am 10. und 11. Februar ihre Chance auf der Messeeinstieg in Köln, um sich über ihre Zukunftsperspektiven zu informieren. Auch der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau war auf der Messe vertreten, die als Nordrhein-Westfalens größte Messe für Ausbildung und Studium gilt. Rund 300 große und kleine Unternehmen, Hochschulen und Verbände aus 9 Ländern waren vertreten und präsentierten ihr Angebot. Ja, der Maschinen- und Anlagenbau ist einer der größten Arbeitgeber in Deutschland mit 1 Million Beschäftigten. Und wir wollen einfach Flagge zeigen, sichtbar sein als Maschinen- und Anlagenbau und insbesondere am heutigen Tage mit der Agrartechnikindustrie. Das ist eine ganz tolle Zukunftsbranche, die auch angesichts der wachsenden Weltbevölkerung also große Chancen bietet, für junge Leute einen attraktiven Beruf zu bekommen, der sicher ist, gut vergütet ist und auch spannende Perspektiven bietet. Ja, ich denke mal, so in der öffentlichen Wahrnehmung, da hat Landwirtschaft oder Landtechnik immer noch so ein etwas angestaubtes Image. Und so der Stand der Technik oder der Kenntnisstand über Technik ist so in den 80er, 90er Jahren stehen geblieben. Man muss aber wissen, dass Landtechnik sich heute zu einem extrem hochmodernen, hochkomplexen Technologiefeld entwickelt hat. Und das mit hier zu kommunizieren und dabei zu helfen, jungen Leuten zu zeigen, dass wir in unserer Technologie da zum Teil weit vor den Autoherstellern unterwegs sind. Das ist am einfachsten möglich, denken wir, wenn wir es exemplarisch an Technik zeigen. Denn das ist ja immer so, Sie können besser mal ein Beispiel sehen, als wenn Ihnen Leute da lange was darüber erzählen. Deswegen machen wir mit und sind sehr dankbar, dass der VDMA uns diese Möglichkeit hier gibt. Der VDMA stand mal nicht nur interessant für die jungen Männer, welche die guten Perspektiven in der Landtechnik erkannten. Auch Damen zeigten großes Interesse an den Möglichkeiten, die für aufstrebende Jugendliche geboten werden. An einer Landmaschine am Messestand konnten die Jugendlichen einen Einblick erhalten, welche hochmoderne Technik hinter so einer Maschine steckt.